Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Festa. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber. Für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Schön, haben Sie eingeschaltet. Das ist persönlich bei Claudia Lesser. Er war und ist nach wie vor ein echtes Phänomen. Einer der grössten Kabarettisten, die wir hier haben, hier bei uns in der Schweiz. Jetzt ist er mit 83 noch mal einmal auf Tour und sagt «noch einmal» oder «noch einmal». Wir finden heraus, was es bedeutet. Und ich freue mich sehr auf den Emil Steinberger. Herzlich willkommen. Grüezi, Frau Fetzli. Das ist so schön, dass noch einmal. Da kann man so unglaublich viel hineininterpretieren. Ja, Sie machen richtig. Das auch mit Ihrem Trailer. Was bedeutet es für Sie? Verraten Sie uns das? Nein, das kann ich offen lassen. Also, Es gibt gar nichts zu verheimlichen, auch nichts zu verraten, sondern das ist System. Ich mache es einfach und irgendwann spürt man dann vielleicht, jetzt ist genug oder das würde ich jetzt noch machen oder das mache ich jetzt auch noch. Und dann, das tut man so aus dem Bauch, aus den Entscheiden, aber nicht zum Voraus, du noch Kalender, zack, so und so bis dann und dann kommt das nicht mehr in Frage und so. Nein, es wächst alles organisch immer bei mir, zum Glück. Ja, das heisst, Sie hatten nie einen Masterplan gehabt? Nein, ich wollte auch nie einen Kabarettist werden. Ja, genau. War sicher nicht. Das ist einfach passiert. Und ich war alles andere. Vom Postbeamten bis zum Grafiker, Theater, Kinoleiter, alles, alles. Und einfach nebenbei immer ein bisschen Kabarett gemacht. Aber das war nicht mein Berufsziel. Überhaupt nicht. Und dann, einzig mit Deutschland, wo dann so gross, halt ein grosses Land ist, zehnmal grösser als die Schweiz, da hat es mir dann einfach den Ärmel hineingenommen. Und dann musste ich halt müssen die Bedürfnisse dort auch abdecken. Und dann ist es fast zum Beruf geworden. Und jetzt ist es wieder Beruf, aber nebenbei macht man immer noch andere Sachen. Das ist auch wichtig. Über das wollen wir natürlich heute reden. Ich würde aber gerne auf das noch einmal zu reden kommen. Ja, ich kann natürlich auch bitte beten machen. Noch einmal. Noch bitte einmal. Ja, und dann kannst du gut, hören, das noch einmal gibt es jetzt aber Gott. Noch einmal, aber dann, hä? Jetzt lange es dann nicht mehr, nach all diesen Jahren. Ja. Sie spulen ein unglaubliches Programm ab. Also nur schon die letzten 14 Tage, da würden viele andere Künstler sagen, das kommt einem vor wie Marathon laufen. Für Sie scheint das nicht so zu sein. Ja, es ist natürlich auch das Ideale. Früher bin ich immer alleine auf Tour nicht gegangen. Bis Hamburg allein und ohne GPS müssen Theater suchen in der Stadt am Abend um 6 Uhr. Das war ja manchmal ein Kriminalfall, bis man etwas gefunden hat. Und jetzt hat man GPS, aber wichtiger ist, ich einfach immer die Frau bei mir und wir machen das Zweite und wir können abwechseln beim Fahren und sie macht die Bühne, die Requisiten auf der Bühne und alles zusammen und das ist es jetzt einfach zum Duo geworden, mehr oder weniger, nur einer steht mehr vorne und natürlich so ist jemand immer im hinteren Glied, fast undankbar, aber eine grosse Aufgabe. Und aber das wird sie nicht so empfinden, oder? Nein, natürlich nicht. Aber es ist schon eine Leistung, die sie vollbringt. Gewaltig. Ja, das ist eine Riesenorganisation. Ich kann gar da oben rauf nach der Vorstellung, kann mich umziehen. Und wenn ich runterkomme, ist das Auto schon geladen und alles mit allen Requisiten. Das macht viel aus. Und sie macht auch alles. Sie liest mir alles. Sie strickt alles, was ich brauche. Und näht alles. Zimmert alles zusammen. Das ist wir sind wirklich Familien-AG, ja, kann man sagen. Ja, ja, genau. Alles selber organisiert. Ja, kontrolliert mich auch. Aha, das kontrolliert sie dann auch? Ja, textlich. Sagt, du, das hast du dann letztes Mal besser gesagt. Und ich habe es aufgeschrieben. Du, das ist ein guter Satz. So musst du nicht immer sagen. Und so. Das passiert auch. Und das finde ich natürlich auch noch schön. Denn, können Sie das auch gut annehmen?
Ja. Oder ich darf auch sagen, nein, das Satz liebt mir nicht. Das kann ich nicht aussprechen. Also, das ist mir zu kompliziert. Ich muss es anders formulieren. Das gibt es dann auch, solche Gespräche. Das ist ja schön, wenn man das machen kann, im eigenen Haus. Ja, also sich gegenseitig auch dürfen. Ja. Wohlwollend, sage ich jetzt mal, kritisieren. Gibt es einen Bereich, wo Sie nicht reinreden dürfen? Nein, gar nicht. Nein, wüsste ich jetzt nicht. Sie hat für alles hat sein Sensorium und nein, wüsste ich nicht, nein, alles hat. Schauen wir mal zurück auf Ihr Leben. Aber bevor würde ich noch schnell einen Blick auf die Straße werfen, mal die Leute fragen, Emil Steinberger, was fällt Ihnen ganz spontan zum Emily? Und das sind die Antworten darauf. Comedian, Schweizer Comedian. Vom Fernsehen, von früher, als Komiker. Sieht aus wie eine etwas lustigere Person. Den kennt man natürlich als bekanntesten Schweizer Kabarettist, würde ich sagen. Kabarettist, Komiker, ist natürlich eine Legende, denke ich, in der Schweiz. Den kennt man vom Theater, den kennt man von den Filmen, den kennt man vom Fernsehen, von überall. Das ist der Emil. Ja, sehen Sie, das ist mein Jahrgang. Der Emil der Steinberger, der ist lustig und ja, der ist einfach super. Ja, der Emil, den kennt man natürlich, da ist man auch noch ein paar Mal schauen. Der hat das blaue Bändchen von Warp, das ist doch von ihm, oder? Ja. Und hat mitgespielt in dem Film «Schweizermacher», ja. Er hat viele gute Sachen, viele gute Filme, viele gute Comic, also er hat gute Sachen gemacht, absolut. Er hat einfachen Humor gezeigt, den jeder einfach verstanden hat, ohne gross eigentlich müssen zu reden. Ja, der Emil, ja, der ist sehr sympathisch. Ja. Er ist sehr lustiger, ja. Sehr sympathisch, aufgestellt, ein lustiger Typ. Das hier hat es drauf, ich weiß nicht. Emil ist wirklich ein toller, lustiger Komiker. Er ist ein lebensfroher Mensch. Wenn man den sieht, hat er immer ein Lachen im Gesicht. Und das ist positiv in der heutigen Zeit. Ja, mit dem würde ich jetzt gerne mal ein bisschen schwätzen und ein bisschen wissen, vor allem von seinem Leben erfahren, was er alles gemacht hat, wie er zu dem gekommen ist. Das ist ein Mensch, der sehr viel Liebe in sich inne trägt, hat und weitergeht. Da hat man vieles richtig gemacht im Leben, wenn das kommt. Ja, schöne Aussage, ja, schöne Aussagen. Und das Letzte ist, hat schon, glaube ich, etwas. Ich tue ja Leute eigentlich karikieren auf der Bühne, aber ich habe sie ja noch gern, auch wenn sie Fehler machen. Darum kann ich einfach das darstellen, weil ich glaube nicht, dass ich sie einfach vor den Kopf stoße oder ärgere, sondern wir lachen drüber und weiß genau, ob ich selber auch so oder. Ich weiß es nicht. Es geht. Ich glaube, es ist ein Bestandteil des Erfolgs, dass es eben das Herz berühren kann. Und wenn das mit der Liebe. Oder auch mit der Komik, mit der Ausstrahlung, was man spielt, wie man spielt. Und jeder sieht sofort den Alltag um sich kommen und lacht. Und stellt dann nachher vielleicht fest, dass man ja selber auch so ist oder so. Ist ja so einfach. Ich glaube, das ist das, wo, wenn jemand das bereicht oder trifft, dann ist ein Erfolg eigentlich fast garantiert. Das ist also wirklich das Geheimnis auch von Ihrem Erfolg in all diesen Jahren wahrscheinlich. Und das mit der Liebe, ich glaube, das hat schon auch etwas, oder? Dass man ich habe die Leute gerne. Im Prinzip, also es gibt schon solche, die mich auch verrückt machen können. Gibt es schon. Gibt es was? Aber im Prinzip ist es das Umgekehrte. Ja. Für was haben Sie Liebe im Leben? Ja, also... Für was? Ja, das ist eine Wahnsinnsfrage. Für was das ist eine grosse Frage. Ja, für Menschen einmal, speziell natürlich auch für meine Frau und so. Und für Kunst. Für alles, was ins Kreative hineingeht, finde ich so etwas Kostbares, wenn Menschen das in sich haben, das Kreative, können etwas schaffen, etwas Neues schaffen und dranbleiben und denken und hirnen. Und solche Leute sind kostbar. Und,
Man muss aufpassen, dass das bleibt in der Menschheit noch. Und es ist ein bisschen Gefahr, dass es halt einfach alles maschinell und es wird alles durch Technik gelöst. Und jede Frage musst du nicht mehr denken, kannst abrufen. Nachlesen. Ist alles ein bisschen. Geht ein bisschen in eine gefährliche Richtung. Wie weit hat denn Kreativität in ihrer Kindheit eine Rolle gespielt? Sie sind 1933 auf die Welt gekommen, in einer sehr speziellen Zeit auch. Sie haben den Zweiten Weltkrieg natürlich hautnah miterlebt, haben aber einen Vater gehabt, der Buchhalter war. Das war wahrscheinlich jetzt auch nicht der Kreativste, nehme ich mal an. Die Mama war Hausfrau. Sie haben noch einen Bruder und eine Schwester. Einer ist noch Bankdirektor geworden und die Schwester war Chefin von der Auskunft. Damals 11, die ja unglaubliche Sachen rausgelassen haben. Meine Schwester hat erzählt, was früher die Auskunft, alles. Also, du konntest alles fragen. Das, was du heute kannst, bei Online abfragen kannst, hast du beim 11 gefragt. Und die haben Bücher und alles bei sich gehabt und konnten nachschauen. Und das das war ein richtig wertvoller Job. Ein interessanter Job. Also, eben, und ich bin dann einfach. Das ist so verrückt. Meine Brüder, meine Geschwister, haben so Posten erreicht, oder? Und ich in dem, sie sind eine Legende geworden. Ich war 30 also. Und habe immer noch nicht gewusst, was ich wollte werden. Und die Mutter hat gesagt, du landest sowieso nur beim Zirkus, nicht da. Weil sie gefunden haben, aus dem wird ich einfach nichts. Er weiß gar nicht, was er will und so. Ist das ihre Kindheit hat sie in dem Fall schon mit dem geprägt, dass sie nicht gewusst haben, was sie wollen? Oder? Ja, ich habe an dem gar nicht so gut studiert. Und so. Berufsberater haben auch nicht weiter gewusst. Einer gemeint, ich soll Coiffeur werden. Und, also nichts gegen Coiffeur, gar nicht. Das ist ein Kreativer. Kreativ wenn einer es richtig macht, kann er eine gute Sache daraus machen. Oder Goldschmied, oder Tapezierdekorateur. Hätte ich auch können. Aber was ist Ihre früheste Kindheitserinnerung, die Sie an Ihre Kindheit haben? Ja, also ich glaube, mein erster kabarettistischer Auftritt war im Kindergarten, wo ich das Christkindli spielen musste. Haben sie mir Löckli gemacht beim Coiffeur und alles, müssen das Christkindli spielen und hat den Text vergessen. Das ist natürlich für meine Eltern, die dabei waren, totale Katastrophe. Sie waren aber als Bube eher ein Scheucher, oder? Auf eine Art, aber ich habe schon als Bube immer die anderen Kollegen unterhalten. Das ist schon durchgegangen, von A bis Z. Also, ich kann nicht sagen, wann hast du denn angefangen, Kabarettist? Also, es ist immer präsent. Ich habe immer gerne, wenn die anderen giggeln konnten, wenn ich etwas gemacht habe. Das hilft einem in der Schule, oder? Im Normalfall haben das ja die Lehrer auch noch gerne. Ja, gibt's. Es gibt Lehrer, es gibt ganz verschiedene. Die einen, ich weiss noch, ist ein Lehrer zu spät gekommen. Dann bin ich für die Schulklasse gegangen und habe einen Zügelmann gespielt mit dem Lehrerpult. Und so. Und alle haben gelacht und so. Und ich musste zwei Nachmittage nachhocken, nicht wahr? Als Strafe. Ein anderer Lehrer, der hat uns wollen, die Umlaufbahn von den Gestirnen und alles, von Mond, Sonne etc. erklären. Und wir waren vorher bei ihm am Pult und er hatte dort die Weltkugel mit dem System drumherum. Und wir haben zugeschaut und ich habe gelost und gelost. Plötzlich klopft doch der mir an die Stirn, der Lehrer, und sagt: Emil, geh raus. Sag ich: Emil, geh raus, vor die Tür. Ich musste von der Tür gehen während dieser Stunde. Nach der Stunde komme ich natürlich rein und sage: Lehrer, ich habe gar nichts geredet, ich habe gar nichts gemacht. Ach, Emil, weißt du, wenn ich dich anschaue, muss ich einfach immer lachen. Wenn das ein Lehrer sagt, das ist eigentlich der beste Beweis, dass irgendetwas funktioniert. Und wie sie damals wahrscheinlich nicht. Einfach geschaut haben, wenn er mir da vom Mond erzählt und so. Aber
Aber eben, es war damals ja nicht der Wunsch, dann jetzt die Lohnschule oder irgendetwas zu machen. Nein, das war sehr lange überhaupt gar kein Thema. Wie ist denn das, der Zweite Weltkrieg? Das war ja sehr prägend für viele. Haben Sie das auch so empfunden? Oder war das für Sie gar nicht so einschneidend, wie jetzt, mal mein Vater, der heute noch davon erzählt und sagt... Jawohl, wir haben das schon mitbekommen. Wir sind auch im Keller, aber wenn Alarm war in der Nacht. Wir haben natürlich immer gewusst, dass die Mutter die Lebensmittelmärkte aufgebraucht hat, schon gegen Ende Monat, wo nur noch gültig waren bis dann. Wir haben sich eingeschränkt, wir müssen Brot, hast einfach nicht unbeschränkt einkaufen, es war alles rationiert und so. Und wir hatten eine grosse Holzkochkiste daheim, wo Mutter eine Gerstensuppe mal aufgekocht hat. Aber das war noch nicht gelind, da hat man sie in die Kochkiste reingetan und zugedeckt. Bis am Morgen ist die Wärme dem drinnen geblieben und bis am Morgen ist dann die Suppe lind gewesen. So hat man Gas gespart, oder? Und so Zeug, das haben wir schon alles mitbekommen. Ja, es ist, aber auch, ich mag mich auch erinnern, als der Krieg fertig war, wo alle Kirchenglocken geläutet haben. Das ist mir schon auch geblieben, das vergesse ich auch nicht mehr. Die Mutter kam und hat gesagt, du, der Krieg ist fertig. Was ist fertig, der Krieg? Glockenläuten und so, das ist schon noch schon unglaublich gewesen. Fast analog zu 89, glaube, wo die Mauer gefallen ist in Berlin, bin ich auch vor dem Fernseher gekocht. Da das gesehen. Das ist ja, wenn du die Gefühle von den Leuten, die jetzt hier einfach können, über die Grenzen hineingehen und plötzlich auf die andere Seite übergehen und empfangen worden sind. Und also das war so berührend. Also da habe ich gebrüllt vor dem Fernsehen, weil man Freude kann nachempfinden kann. Das ist, ja, das kommt ein bisschen. Ich glaube ich auch mehr mit dem Alter, dass man mit der Zeit, wenn jemand Erfolg hat und so, dann freut mich das dermaßen, dass er rührt mich fast mehr als ein trauriger Moment. Das ist, weil ich kann nachfühlen, was das heisst. Ja, das ist schön zu hören. Das heisst, bei Ihnen hat nicht so Missgunst mit Kornierrolle gespielt. Mit dem kämpfen ja sehr viele, die auch Künstler haben. Ja, eigentlich nicht. Ja. Gut, Sie haben das vorher schon angetönt. Sie haben dann nicht recht gewusst, was Sie beruflich machen. Und dann hat der Berufsberater Coiffeur und diverses anderes vorgebracht. Sie sind aber nicht Coiffeur geworden, sondern Sie haben vorher schon mal gesagt, Postbeamte. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Oh, gut. Oder die Leute sind dann so gerne gekommen, wie sie wahrscheinlich so lustig reingeschaut haben. Gar nicht. Konzentration ist angesagt. Tippfehler an der Rechenmaschine musste ich büssen, wenn der Schalter zu war am Abend um 6:30. Ich musste da hocken und alles abpunktieren. Es ist fast eine Stunde gegangen, bis ich dann heimgekommen bin. Nein, das war eine todernste Angelegenheit. Also, 3000 Ortschaften im Kopf haben. Das alle müssen auswendig wissen. 3000 Ortschaften. Ja, ein Brief, der dort eingeht, musst du wissen. Da geht zuerst auf Folter geht dann auf Welscherrohr. Dort wird er verteilt mit dem Postauto. Du alles müssen wissen beim Briefen verteilen. Heute geht ja das alles. Automatisch abgelesen und sortiert und so. Wir haben alles noch im Kopf gehabt. Schon ja, andere Zeit, aber Sie haben ja das für das, dass es jetzt nicht, es hat jetzt nicht noch sehr viel von getönt, was Sie da gemacht haben. Haben Sie es noch recht lange ausgehalten, oder? Neun Jahre schlussendlich haben Sie das durchgezogen. Ja, wieso denn das? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wenn ich an dem umstudiere, wieso bin ich denn so lange auf dem Beruf geblieben? Ich glaube, es war das. Ich habe halt am Abend immer Kabarett gespielt. Damals schon. Es waren ein Ensemble, zwei, drei verschiedene Ensemble. Und wir haben da mitgemacht, kreiert, mit Nummern, Ideen und alles. Und gespielt natürlich und darum ist das wahrscheinlich gut gegangen und dann bin ich wieder am Morgen um 7 Uhr Schalter und habe wieder geschafft. Und das eine ist Pflicht und das andere ist dann quasi Kürze. Ja, genau. Und dann ist nachher noch das Grafikgestaltung, Kunstschule für Gestaltung. Das war ein knallharter Entscheid von der Posten weggehen. Ja. In diesen Jahren Bundesbeamte sein, das ist ja die beste Anstellung, die man je haben kann.
Und so etwas künden, da hat es viele Leute. Meine Eltern sind gerade krank geworden. Gerade krank geworden? Die haben das gar nicht begriffen. Dass ich... Wohin gehst du? Da der Rösslegasse, in die Schule, da, wo da die mit den Bärten und langen Haaren sind. Da willst du in die Schule gehen? Ja, da gehe ich jetzt. Ja. Ja, dann sind sie auch wieder heim zu den Eltern auch gewohnt, oder? Ja, ja, müssen das gut verbessern. Das ist für die Eltern auch noch speziell, oder? Wenn dann der Sohn wieder heimkommt. Ja, es ist auch manchmal eine schwierige Situation. Das war ja auch. Ja, es war manchmal noch ziemlich hart, muss ich ehrlich sagen, weil kein Verständnis da war für das, was ich gemacht habe, überhaupt nicht. Und hat sich das irgendwann noch verändert, so. das Verständnis? Wenig. Ich habe mit dem müssen leben, dass ich hier allein war mit all meinen Erlebnissen und schönen Sachen und Erfolg und so. Wir sind überstanden. Genau. Vielleicht war es gut. Genau. Wer weiß. Es braucht ja in der Familie immer noch einen, der mal etwas anders steht, den Weg geht wie alle anderen. Das glaube ich, das darf durchaus sein. Ja, es ist dann Anfang 70er Jahre, ist dann ihr Solo-Programm gekommen. Da wollen wir jetzt auch mal schnell hineinschauen, dass wir auch die ersten Schritte, die wir ja jetzt nachher auch wieder dem noch einen ist, auch wieder dürfen, nacherleben. Nach ganz langer Zeit. Aber wir schauen jetzt das erste Mal zurück ins 71 oder 72. Ist es, ja, es war sogar früher. Noch früher? 69 hat es angefangen. Es war doch da immer eine Schraube. Hast du die Schraube noch immer gesehen? Wo ist jetzt die Schraube hingekommen? So, jetzt ist es bündig. Wieder runtergerutscht, hä? Wir wollen jetzt zusammen in diese Bahn einsteigen und wollen mit der Eisenbahn wir in das Gebiet hineinfahren. Ja, warten Sie während der Bahnfahrt die wunderbaren Waldschneisen. Dann kommen wir noch rasch während der Eisenbahnfahrt vorbei, mache ich dann noch speziell darauf aufmerksam. Wir sehen in rechter Hand, wenn wir zum Fenster rausschauen, sehen wir noch den Platz, wo wir vor 5 Jahren ein Picknick gemacht haben. So, jetzt muss ich zuerst das Messer haben. He? Dann habe ich hier immer ein Messer gehabt. Was ist das Messer hier? Oh. Ich habe hier immer ein Messer gehabt. Ja, das ist Telegrafenamt. Herr Messerli, ja, Sie haben ihn gerade gesucht. Ja. Es gibt dann alle Leidtragende, die plötzlich Messerli heissen, oder? Da lachen alle die auf der anderen Seite, wenn einer sagt Messerli. Ja, und dann ist mir schon jemand und gesagt, Sie, wo haben Sie den Namen Zrotz? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, das ist mir einfach so in den Sinn gekommen. Ich heiße Zrotz und ich habe immer studiert, wieso kommt jetzt der auf meinen Namen? Der ist so selten und so. Das ist schon lustig, dass der Name war schon. Ja. Die Kinderwagengeschichte finde ich super. Ich als Mami. Die sind noch gäbig. Die sind super, ja, das könnte man heute gar nicht mehr machen. Das würde nicht mehr funktionieren. Aber sie sind ja zu dieser Zeit auch Papi geworden. Hat sie das inspiriert? Ja, selbstverständlich. Ist das mit ein Teil von ihnen? Mein Sohn war ja in dem Wagen drin, immer noch. Der auf der Bühne. Ja, genau. Der ist immer der Originalwagen von meinem Philipp. Ja, natürlich. Und ich weiß noch, wenn wir alle mit dem Auto einen Ausflug gemacht haben, dann musste ich den Wagen zusammenlegen. Und da hast du genau gespürt, wie alle vom Haus überall zuschauen, wie du da Mühe hast jetzt. Den Wagen hast du wieder zusammen montieren wieder und auseinandernehmen und so. Und das ist dann natürlich wieder eingeflossen. Das Alltag ist inspiriert. Wie wichtig ist es als Familiengründen für Sie in dieser Zeit? Familie haben, ein Kind haben. Ja. Es war schon schön und richtig und alles. Ja. Aber ich bin jetzt nicht der fanatischste Familienvater.
Oder der Grossvater, alle sagen, stolzer Grossvater wurde. Ja, ja, wieso, was hast du denn gemacht da dazu, dass du so stolz bist dazu? Ja, was, da hast du ja nichts beigetragen, oder? Nein, denke ich auch immer, wie die alle tun, du hast stolzer Grossvater. Dabei ist ja... Man wird es einfach, ja, genau, so ist es doch. Ja. Ja. Sie haben dann nachher in den 70er Jahren sehr vieles gemacht. Wir haben vorhin schon darüber geredet, was schlussendlich so ihren Erfolg ausmachen tut. In der Phase, als sie mit dem Solo-Programm unterwegs waren, war aber schon klar, dass das jetzt ihr zukünftiger Weg wird für die nächsten paar Jahre. Also in welcher Zeit? In den 70er Jahren. In den 70er Jahren? Ja. Nein, noch gar nicht. Da bin ich noch Grafiker. Aber gespielt und, haben Sie ja schon. Ja, gespielt ja. Schon. Aber nein, das war alles andere wichtig. Nein, das ist das Kleintheater aufgebaut, 10 Jahre lang. Das war wichtig. Und ab und zu dort drinnen gespielt auch. Also ich habe es nicht für mich aufgebaut, sondern für alle Künstler, die können in Luzern gastieren. Und da habe ich gleichzeitig noch 2 Kino geführt. Eins habe ich noch gebaut, da musste ich vor Bundesgericht gehen und Bewilligung holen, dass ich auch ein Studio-Kino bauen konnte. Also alles so Zeug, denke ich manchmal, es ist ja Wahnsinn, was da gelaufen ist. Und dann... Was sie auch alles gemacht haben. Ja. So und dann ist noch der Zirkus gekommen, und dann ist noch der Film reingekommen. Mit dem Schweizer machen ist auch noch gekommen. Und dann ist der Zirkus Roncalli gekommen, wo ich auch noch Geburtshelfer war und Regie gemacht habe. Nein, das sind so verrückte Jahre, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich, Mensch, wie hast du das alle gebodigt? Ich weiss es nicht mehr. Und darum ist Gabriel einfach bei, immer. Ist mitgelaufen. Ist einfach mitgelaufen. Ja. Und jetzt kann man es eher ein bisschen einteilen und sagen, ja, jetzt machen wir eine Tournee und dann machen wir die Tournee. Und natürlich, daheim läuft alles andere weiter. Also wenn wir nach einer Woche wieder das Postfach leeren, geben sie uns dann alle Kisten mit, oder gerade und so. Und dann musst du die Post wieder erledigen und alles. Also wir sind voll dran immer und auch Nietzsche natürlich auch. Es wird nicht weniger, wenn Sie sagen. All die Verträge, 120 Verträge mit Theater machen, mit all diesen Sonderwünschen, Fragen und Zeug, das ist eine immense Arbeit. Ja, immense kann man sich Arbeit. Nein, wir fragen, du, was haben wir für einen Wochentag heute, weil wir den Rhythmus von einem Samstag, Sonntag, Wochenende haben. So, kann ich nicht können. Das geht schon durch. Ich lasse mal eine Karte ziehen, eine blaue. Das ist. Ja. Das sind Gesprächsstoffkarten. Ich bin gespannt, was Sie da eingenommen haben, das Kärtchen ziehen. Bin ich gespannt, was Sie da gezogen haben. Sind Sie aber rein, da extra? Sind alle auf jeder Karte der gleiche Text? Natürlich, nein. Durchgehend. 100 Karten, nur der gleiche überall. Nein, das heisst, was glaubst du, wird heute in 3 Jahren die grösste Veränderung in deinem Leben sein? Heute in drei Jahren. Das ist 17 von nächstes Jahr. Das ist 1. Oder wir das 2 rechnen? Also, 1. 1. 17 ist 1. Das 18. 19. Was mache ich im 19? Ich habe keine Ahnung, was ich im 19 machen will. Veränderung, ja, einfach mehr Runzeln im Gesicht und Bibeli und hä? Das Leben geniessen, hoffe ich. Ja. Aha. Haben Sie ein bisschen Zeit für das auch? Jetzt? Ja. Ja, null. Null? Nein. Oh, Frau Ressi, ja, das ist ein ganz anderes Leben, das man hier führen muss. Nein, es ist schon wahr, es ist null. Also, ich kann es nicht sagen, in drei Jahren hoffe ich, dass ich noch gesund bin. Vielleicht mache ich so Mini-Lesungen, so ganz kleine, da gehe ich nur mit einem Köfferli oder so. Weiss es auch nicht. Oder, vielleicht macht man noch einen Film oder weiss. Ja, es ist so viel. Oder vielleicht tue ich nur noch malen. Oder vielleicht.
Es kommt auch darauf an, was meine Frau machen will, dass man sich anpassen kann. Vielleicht ich weiß es nicht. Es ist spannend auf jeden Fall. Die grösste Veränderung in deinem Leben ist einfach, dass ihr das Leben dass die Spannung wird bleiben. Die Spannung wird bleiben. Das wird sich nicht verändern. Kann ich nicht sagen. Sie haben jetzt nach wie vor keinen Masterplan. Das ist doch nein, schön. Das kann man genau so sagen. Das ist wahrscheinlich mit der ein Teil, was sie sehr stark prägt hat. Was sie sonst noch prägt, wenn wir mal ins Gesicht schauen. Es gibt ja Menschen wie Pietro Sossi, die schauen ins Gesicht und sagen, anhand von Gesichtszügen sehe ich ein Charaktermerkmal. Wie man hier auch sieht, dass man eben nicht einen Masterplan hat. Das wollen wir jetzt mal schauen, was er da gelesen hat. Ja, Sali Emil! Ein alter Luzerner, schön, dich mal in dieser Version zu sehen. Ja, Emil, ja, ein traumhaftes Gesicht. Jetzt bist du auch schon ein bisschen frischer geworden, weißt du, im Alter. Und so, und dann sieht man natürlich im Gesicht innen extrem schöne Fähigkeiten. Darum bist du der, wo du bist. Weil da hat es etwas mit dem zu tun. Du hast hier auf der rechten Seite so eine richtige Jobfalte. Und die geht hier gerade auf, Emil. Und die heisst Vermittler. Wissensvermittler. Jetzt ist das natürlich nicht das Wissen, weißt du, akademisch wissenschaftlich, sondern es ist Emil-Wissen aus dem Leben oder was der Emil im Leben begleitet hat oder was er beobachtet hat. Das kannst du sehr gut überbringen und vermitteln. Ja, jetzt kann man sagen, ja, ist ja logisch beim Emil, aber es ist eben eine Fähigkeit, darum ist die Falte da. Gleichzeitig ist noch wichtig, was du auch noch hast. Du hast da so einen Buck da drin, Emil. Es geht da nicht so fließend weiter, sondern es geht ein bisschen rein. Und der Buck, der zeigt mir eben schon ganz klar, dass du, bevor etwas rauslässt oder bevor eine Antwort kommt oder eine Stellungsnahme kommt, ja, ist immer noch ein Denkpäuschen dabei. Immer noch ein Denkpäuschen dabei, das überlegt. Natürlich nicht minutenlang, sondern ja, es tut dann gerade noch mal überlegen und kommt dann auch überlegt raus. Verbal. Und dass natürlich deine Nasenspitze nach oben geht, das heisst immer genau das Gleiche, kann und will beeinflussen. Gott sei Dank hast du so viel, ja, Millionen Leute können beeinflussen, dass die Freude haben und gelacht haben. Und das ist die Nasenspitze, die hier runter geht. Dann etwas ganz Spezielles noch, das sind deine Oberlippen. Dein Oberlippenfleisch, und zwar die Menge vom Oberlippenfleisch, das ist nicht so prall und voll, sondern es ist eher wenig Oberlippenfleisch. Und das heisst, der Emil zu überzeugen, dass man dich überzeugen von einer Sache, von einer Idee, da muss man schon ein bisschen Facts bringen. Buch ist auch ein bisschen dabei, aber mehr Facts. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgs, dass du dann hast können, ja, wirklich factsmässig entscheiden können und dementsprechend dann auch überzeugen. Und das ist in dem Sinn noch ein bisschen spannend, das können so mit dem Oberlippenfleisch zu sehen. Ja, und dann etwas ganz Spezielles. Du hast auf der linken Seite, jetzt gehen wir wieder rauf, auf der linken Seite hast du nochmal eine Falte. Also hast du jetzt hier eine gehabt, die Vermittlungsfalte, und hier hast du, das ist die Seelenfalte, Emil. Und das würde mir eigentlich zeigen, weil die so stark ist und weil sie gerade raufgeht, dass ich die im Leben irgendwann, ich weiß nicht, ja, als Bub, als Luzerner, also ist gleich wo in deinem Leben, ob es mit der Gesundheit oder mit dem Leben zu tun hat, es ist irgendwie schon mal eine Enttäuschung gewesen. Vielleicht hat das Herz ein bisschen weiter und so, aber ist vorbei und darum ist die Falte durchgehend und durchgehend auch immer, was es auch immer war in der Vergangenheit. Ja, es ist für dich abgehakt und es ist kein Thema mehr. Ja, jetzt wünsche ich noch viel Spass mit der Claudia. Da macht das geschickt und gut. Und fair, natürlich. Ja, genau. Sehr, also sehr Stärken lesen. Was trifft denn zu? Ja, was ich nicht weiss, das sind meine Falten scheinbar. Ich schaue mich viel zu wenig an im Spiegel. Das wird so sein, dass ich die noch nie entdeckt habe. Aber auch die Sorgenfalten, die letzte, die er erwähnt hat. Die Seelenfalten. Ja, das war schon in der Zeit, wo man mich daheim einfach überhaupt nicht verstanden hat und nicht wollte positive Sachen machen. Man hat das Gefühl gehabt, ich wollte etwas Positives. Und trotzdem hat man keine Unterstützung bekommen. Und dort habe ich
geglitten. Ich habe manchmal auf dem Weg von daheim ins Theater, wenn ich spiele, auf der Strasse fast brüllt, weil mir das alles wieder gekommen ist. Niemand sagt, wo ich gehe, was machst du jetzt in der Erfolg? Oder wieso du und toll, wie es geht? Nichts, gar nichts. Auf all das habe ich verzichten. Und das ist möglich, dass das so ein bisschen so die Falten gegeben hat. Und wie ist das dann mit dem Oberlippenfleisch? Also man muss Facts bringen, damit man sich überzeugen kann. Ja, das ist ja richtig. Ja, es ist ja der Bauchentscheid. Also, nein, ja, der Bauch bringt natürlich die Vorstufen. Aber die Oberlippe scheinbar, was ich ja als Bub immer vermisst habe, dass ich keine schöne Lippe habe, sondern eine strenge Lippe scheinbar habe. Und jetzt sagt er, die Oberlippe ist natürlich wichtig, um zu überzeugen. Und die braucht es natürlich schon manchmal im Leben. He? Ja, die sicher, die ist wichtig. Sehr wichtig, ja. Welche Facts haben Sie denn bei Ihrer Frau überzeugt, die Sie getroffen haben? Ja. Ja, das ist muss ja ein Bauchentscheid sein. Ja, wirklich ist ein Bauchentscheid. Das heisst, ich war dort so 65 gewesen. Und dann habe ich mir auch gesagt, Frau können bei New York sein. Wollte ich gar nicht. Nein, ich wollte jetzt nicht noch eine Beziehung eingehen und so weiter. Da bin ich sehr, sehr einfach sehr strikt gsi und so. Oder, aber wo die Frau mich besucht hat in New York, habe ich einfach gespürt, du, das ist einfach von A bis Z jede Minute eine Harmonie gewesen. Einfach, ist das so vom ersten Sekunde? Ja, man hat gleich gedacht, gleich empfunden, gleiche Sachen, Ideen gehabt und Pläne und Zeug. Und das ist alles weitergegangen. Und das ist so. Ich habe ja manchmal gesagt, sie ist ja eine Wundertüte. Ich habe ja immer noch nicht alles entdeckt, was in dieser Frau steckt. Das ist so verrückt. Und sie kann mir helfen auf jedem Sektor. Aber das ist ja nicht. Ich könnte jetzt sagen, ja, das hat ja nichts mit Liebe zu tun. Aber ich glaube, dort, wo es hebt, wo die Liebe hebt, sind eben diese Faktoren auch wichtig. Also es wäre wahnsinnig hart, eine Beziehung haben, mit einer Person, wo der Mann macht das und die Frau macht das. Mhm. Konsequent, beruflich. Und die treffen sich beruflich auch gar nicht. Und aber das denke, haben Sie ja mal gehabt, früher, in der ersten Beziehung, oder? Ist das ja, total nicht so extrem. Nein, nicht so extrem. Ja. Nein, gar nicht. Nein, das will ich gar nicht sagen. Nein. Aber ich sehe so in andere Familien rein. Ja. Da denke ich manchmal, Mensch, die haben überhaupt kein Gebiet, wo sie zusammen können diskutieren oder erleben oder so. Wo beide Freude und Leid. Ja, genau, Freude und Leid. Und das das finde ich verrückt. Und darum habe ich halt auf das, hat mir das auch natürlich imponiert. Und das hat mir meine Gefühle für die Frau einfach wahnsinnig gestärkt. Und bin nicht mehr davon gekommen. Und das hat einfach müssen so sein. Das ist auf der ersten Sekunde ist, in dem und Fall ist immer noch immer noch genau gleich. Wir sind immer zusammen und diskutieren alles zusammen, machen alles zusammen und erleben alles zusammen. Und das ist schon unglaublich, was man immer noch wieder entdeckt. Ich kann sich auch fotografieren. Sie zeichnen ja besser als ich, wo 5 Jahre in Kunstschule gegangen ist. Ich kann es einfach. Das ist manchmal. Es ist eine Wundertüte mit allen Fähigkeiten. Ja, ich habe Buchhaltung, ich habe Computerflicker. Es ist ein Paradies. Also ich glaube, es wird jede Frau, dass der Partner so über die Frau redet. Ich hoffe, sie hat das jetzt gehört. Das ist eine schöne Liebeserklärung. Es hat ja bei euch eine lange Vorgeschichte gegeben. Sie hatten ja vorher schon eine Brieffreundschaft gehabt, oder? Bevor er euch. Sie wollte mal Clown werden und hat mir geschrieben, wo sie 20 war, am Geburtstag. Und hat mir einfach aus dem Telefonbuch die Adresse gefunden und hat mir geschrieben, ob ich ihr einen Rat geben könnte, was sie machen können und so. Und von dort weg haben wir einfach ab und zu einander geschrieben, weil ich gefunden habe, die Briefe sind sehr eindrücklich und toll gewesen. Das habe ich gefunden, das ist eine wertvolle Person, also musst helfen, wenn du kannst. Und mit 30 haben wir uns dann halt einmal
sehr, auch mal persönlich getroffen. Ja, persönlich getroffen, ja. Es ist fast eine Geschichte, die wir hoffentlich irgendwann dort verfilmen. Wir waren beide beschäftigt, beide im Firmengebiet. Sie hat auch damals schon mit Lachseminar angefangen, bevor sie eigentlich mit mir zusammen war. Und so. Und das finde ich auch gut. Das ist ihr Sektor, eigentlich, wo sie heute immer noch pflegt und macht. Das geht so weiter. Und es ist einfach sehr ein interessantes Leben, gibt das. Genau, das sehe ich auch so, wenn man ihnen so zuhört. Ich lasse ihn noch mal schnell ein Kärtchen ziehen. Es sind natürlich alles wieder die gleichen. Können so Kartentricks. Ja, ja. Hattest du jemals eine Freundin, die dich stark an deine Mutter erinnerte? Ja, wie viele Freundinnen haben sie überhaupt gehabt? Sie waren ja ein Spätzünder, oder? Nicht viel. Mit 24 die erste Freundin kam, ist das? Ich glaube, ja. Ja, mhm. Ja das könnte nicht das hat schon wieder ein Problem gegeben. Hat das auch bei den Eltern? Ja, und wie, sie war protestantisch und ich war katholisch. Ach Mensch, damals war das grausame Sache. Grausam. Die hat nicht mehr mit mir geredet, die Eltern. Nein, ja, das kann man heute nicht mehr verstehen. Aber zu dieser Zeit ist das, wo ich anfangen würde, noch eine Bibel anzulesen. Was haben wir denn anders? Und so. Und, ach Mensch, das ist so. Und dann gehst du noch, musst du noch beichten, dass du mal in einem protestantischen Gottesdienst warst, weil ich mal mit ihr in die Kirche bin. Und dann bin ich beichten und dann habe ich das gesagt. Und ich sagte, ja, das geht natürlich nicht. Ich kann die Absolution nicht erteilen, wenn sie vorhin wieder mal in protestantischen Gottesdienst gehen. Das geht nicht. Dann habe ich gesagt, ja, also ich versuche es, dass ich nicht mehr gehe. Und schlimmer war es, dass ich am anderen Tag, als ich in die Messe gegangen bin, auf der Kanzel oben der Pfarrer sagte, und nächste Woche kommt als Gast der protestantische Pfarrer der Kirche so und so und hält die Predigt. Da hat es mich verjagt. Ja, das glaube ich. Da hat es das wahrscheinlich nicht gegeben. Hat nie. Meine Freundin ist stark und eine Mutter. Die hätten sie partout schon mal gar nicht genommen. Ich sage Danke an dieser Stelle. Ja, Frau Lessamer, es war aber ein lockeres Gespräch mit Ihnen, muss ich ehrlich sagen. Das haben Sie so also gut gemacht. Danke vielmals. Als Sie aus mir rausgezückelt haben. Ja, nein, aber Sie haben es so spannend. Sie können noch 30 Minuten weitermachen. Ich höre schon die Regie auf dem Ohr, und mir sagt, die Zeit ist abgelaufen. Aber ich habe noch schnell etwas für die Leute daheim. Ich weiss, dass für Sie Wohnen auch wichtig ist. Und ich hoffe, Sie haben auch Lust, schöner zu wohnen. Sie können nämlich bei uns 1'000 Franken gewinnen, Pfistergutschi. Wenn Sie jetzt mitmachen, dann schicken Sie uns ein SMS oder ein Mail an die unten eingeblendete Adresse. So, und jetzt habe ich zum Schluss noch etwas für den Magen. Ah, hoppla. Ein bisschen Schocki aus dieser Gegend, wo ich komme. Ich glaube, wenn man Gott so lieben. Viel... Ja, das ist Bodensee. Ganz schön. Ah, das ist nur empfehlen. Natürlich, ja, ein wunderbares Hotel dort am See unter Grad und so. Das ist toll. Und das ist ein Motorboot Thema vorbeifahren, da Frau vor im Bikini. Das kann Ihre Frau machen. Man denkt, gibt es das wirklich noch? Das ein noch. Boot nach dem anderen. Da. Er mal als Kapitän natürlich und Frau vorne. Schön im Bikini, genau. Wie früher in dem Film. Ja, genau. Also toi, toi, toi für die Tour. Ich hoffe, sie spielen noch ganz viel, weil im Moment kann man ja keine Tickets mehr kaufen. Ja, ja, weiss es. Und alles Gute für die Zukunft. Danke. Danke. Und uns gibt es am nächsten Donnerstag wieder 22.00 hier auf dem Teleclub Prime. Ich hoffe, Sie schauen wieder rein. Bis dahin, gute Zeit. Habt sich Sorge. Ade miteinander. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer.